Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, haben die Grünen ein neues Parteiprogramm vorgelegt. Da sieht es halt vor, dass es ja mehr Sozialismus, mehr Umverteilung, mehr Besteuerung. Und da habe ich mir gesagt, weil das natürlich auch immer mehr Leute trifft, jeder, der ein bisschen hart am Arbeiten ist, habe ich mir einfach mal Christoph Heuermann von Staatenlos CH eingeladen und wir wollen uns einfach heute mal drüber unterhalten, was denn da genau im Programm drin steht und wie man das umgehen kann. Erstmal will ich meinen Gast vorstellen. Moin Moin Christoph, schön, dass du dabei bist. Jo, hallo Jens, immer wieder gerne. Christoph, bevor wir auf das neue Parteiprogramm von den Grünen eingehen, möchte ich mich einfach mal kurz mit dir über deine Reise unterhalten. Also erstmal für diejenigen, die Christoph nicht kennen, Christoph war ja schon 3-4 Mal auf meinem Kanal hier. Christoph hat Staatenlos CH die Seite und er berät Leute halt beim Auswandern, bei Offshore-Konten, Offshore-Unternehmen und ist dementsprechend natürlich auch der ideale Ansprechpartner, wenn es jetzt um die Grünen geht, die da ja immer mehr Steuern haben wollen. Und Christoph ist als Perpetual Traveler, ist er jetzt gerade ja auch in Corona-Zeiten fleißig am Reisen. Vielleicht willst du mir erzählen, wie war jetzt 2020 für dich? Du bist ja sehr viel unterwegs gewesen und immer noch unterwegs. Ja, wir haben uns ja ein Boot gekauft letztes Jahr in Kroatien und sind mittlerweile über den Atlantik geschippert nach Brasilien. Gestartet habe ich das ja auf den Kapverden. Das war sehr nett zum Reisen, einen Monat Kapverden. Und dann sind wir über den Atlantik gefahren, sind jetzt seit 2 Monaten in Brasilien. Wobei ich in der Zwischenzeit als auch aktiv war in Mexiko, Costa Rica, Panama, Paraguay. Ich habe fast halb Lateinamerika bereist, wo der Virus ja nicht so stark ist, beziehungsweise die Beschränkungen nicht so stark sind wie in Europa. Also sehr lebenswert aktuell in Lateinamerika. Dann bist du also der Superspreader, der den Virus von Land zu Land bringt. Sozusagen, ja. Willst du mal berichten, wie da so die Beschränkungen in anderen Ländern waren? Jetzt Brasilien ist ja auch, habe ich jetzt die letzten Tage immer gelesen, da gehen jetzt die Infektionszahlen durch die Decke. Da hört es dann, ja, da hört sich das dann wieder so an, als würde Bolsonaro mit seiner lockeren Politik da ja Corona verharmlosen, mehr oder weniger. Was ist da deine Erfahrung da vor Ort? Ja, Brasilien ist halt sehr, sehr dezentral organisiert. Das heißt, es gibt hier Lockdowns, auch wo wir gerade sind, ist kompletter Lockdown. Aber es wird halt immer nur von den Gouverneuren im Bundesstaat oder von den Bürgermeistern entschieden und nicht von der Zentralregierung. Die macht halt gar nichts. Und deshalb kann man sich hier trotzdem relativ frei bewegen, mit dem Boot zumindest. Keine große Einschränkung. Und auch mit dem Rest kann man leben. Der Lockdown in Brasilien heißt dann meistens nur irgendwie, alles schließt um 8 Uhr abends. Das heißt, man kann einfach tagsüber sein Leben leben und abends ein bisschen früher ins Bett gehen. In anderen Ländern ist es natürlich deutlich lässiger. Ich war jetzt eine Woche in Costa Rica und Mexiko unterwegs. Da ist fast gar nichts mehr, außer ein bisschen Maske tragen. Da kommt man aktuell auch ohne Test und Quarantäne rein. Also wer einen schönen Urlaub verbringen will oder gleich aus Deutschland flüchten möchte, ist, glaube ich, in Mexiko, Costa Rica, auch Paraguay, wo ich gerade war, sehr gut aufgehoben. Das ist quasi vor Corona-Leben dort. Da kann man auch wilde Partys machen und essen gehen und sich mit mehreren Leuten treffen, ohne dass man geheim machen muss, ohne dass man das geheim machen muss. Ja, da braucht man zumindest keine Termine, um im Supermarkt zu gehen, wie ich gelesen habe. Ja, das war der kurze Abriss von Christoph Leben, von Christophs Leben, wie er jetzt auch gerade da am Reisen ist und den Corona-Wahn entgeht. Da haben wir aber im Mai auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Schaut euch gerne das Video nochmal hier an. Jetzt wollen wir uns mal das Grünen-Parteiprogramm anschauen. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben und zwar das war jetzt nur ein Entwurf. Der soll dann im Juni vom Parteitag beschlossen werden. Da heißt es dann, Herr Habeck hat gesagt, wir legen das Programm in einer Zeit vor, in der eine politische Ära zu Ende geht und eine neue beginnen kann. Wir legen mit diesem Bundestagswahlprogramm eine Vitaminspritze für dieses Land vor. Wir wollen einen Aufschwung schaffen, der über das reine Ökonomische hinausgeht. Einen Aufschwung, der das ganze gesellschaftliche Leben in seiner Stärke und Vielfalt erfasst. Bildung und Kultur, Arbeit und Digitalisierung, Spitzenforschung und Wissenschaft. Also hier auch wieder, hört sich ganz, ganz toll an, wie das immer ist bei den Sozialisten. Frau Baerbock hat dazu gesagt, wir leiten eine Phase der dringend benötigten Zukunftsinvestitionen ein und schaffen klimagerechten Wohlstand für alle. Hier auch wieder klimagerechter Wohlstand.
Das sind dann immer solche Wieselworte. Wohlstand hört sich natürlich ganz toll an, aber klimagerecht. Das heißt dann natürlich auch hohe CO2-Preise, Umverteilung und so weiter. Bei den Grünen sagt man ja auch immer so schön, das sind, die betreiben die Wassermelonenpolitik, also außen grün, innen tiefrot mit vielen braunen Kernen, letztendlich einfach so die versteckten Sozialisten, Kommunisten einfach nur in einem grünen Kleid gewandt. Wir wollen hier nicht ganz so groß auf das Parteiprogramm drauf eingehen. Da habe ich auch bei Telegram ein bisschen was geschrieben. Schreibt da gerne mal rein. Auf jeden Fall ist es halt einfach nicht wirtschaftsfreundlich und fördert auch nicht die Produktiven, sondern die befeuern halt einfach noch mehr das Klimamärchen, den Reichenhass. Und wie es bei den Grünen halt immer üblich ist, da geht es halt nur um noch mehr einschränken, noch mehr verbieten, noch mehr regulieren und natürlich ganz, ganz viel Geld ausgeben. Und damit man viel Geld zur Verfügung hat, will man auch den CO2-Preis erhöhen auf 60 Euro pro Tonne. Man will den Spitzensteuersatz erhöhen, schon ab einem Einkommen ab 100.000 Euro von 42% auf 45%, ab 250.000 Euro von 45% auf 48%. Man will die pauschale Kapitalertragssteuer will man abschaffen. Das heißt dann, dass Kapitalerträge in Zukunft mit dem individuellen Steuersatz versteuert werden. Das können dann in diesem Fall auch 48% sein anstatt 25%. Und das, was auch relativ für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und für viel Aufwand sozusagen, ist die Vermögensteuer, wo man vorsieht, dass man Vermögen ab 2 Millionen mit 1% besteuern will. Ja, das so als kurzer Abriss. Christoph, wie war es für dich, als du von den Plänen gehört hast? Was hast du dazu? Was war deine erste Reaktion? Ja, ich habe natürlich innerlich gejubelt, weil das natürlich was in Deutschland noch stark anheizen wird. Und viele Leute, die jetzt in Deutschland noch relativ komfortabel leben können, weil sie eben rein aus Kapital leben, sagen, okay, ja, Deutschland bietet nur noch einige Vorteile, 25% abrücken ist fein. Aber wenn das jetzt auf die Hälfte hochgeht, glaube ich, werden ganz viele relativ schnell anders denken. Und das ist auch, natürlich ist es für den Chef ganz gut, aber ich sag mal, das kann ja nicht lange gut gehen. Ich meine, letztendlich, wenn die dann sehen, die Leute, die produktiv sind, ich meine, 100.000 Euro verdient ja jeder relativ schnell, auch 2 Millionen ist ja auch nicht so viel Geld. Oder was würdest du sagen, du als jemand, der viel mit Unternehmern zu tun hat, ist 2 Millionen da eine hohe Grenze? Das kommt immer drauf an, aber ich meine, 2 Millionen, da kannst du, was weiß ich, hast eine Wohnung, 2 Wohnungen in München, da bist du schon bei 2 Millionen, wenn du Immobilien und so weiter mit reinrechnest. Und da sind dann doch deutlich mehr Leute von betroffen, als sie denken. Wahrscheinlich auch sehr viele Grünwähler sind davon betroffen, obwohl sie gar nicht dachten, sie wären davon betroffen. Das ist eben so ein bisschen die Sache an der Sache, ja. Ja, und das ist es halt auch. Ich sehe es hier in Hamburg, in den guten Stadtteilen Eppendorf, Eimsbüttel, sind auch gerade viele von diesen Gutverdienern sind am Grün wählen. Und letztendlich, das sage ich auch, ich meine, hier in Hamburg, wer so ein bisschen die Immobilienpreise kennt, in den guten Stadtteilen Harvestehude, Eppendorf, Eimsbüttel kann man mal schnell 6.000 bis 10.000 Euro pro Quadratmeter bezahlen, wenn es ein schicker Altbau ist. Dann hast du mal eine Wohnung von 100, 150 Quadratmetern, bist du ganz schnell bei 1,5 Millionen. Da hast du vielleicht noch ein bisschen Geld zur Seite gelegt, hast ein kleines Aktiendepot für dein Alter vorgesorgt. Dann bist du ganz schnell bei über 2 Millionen. Insofern, katastrophal, was man davor hat. Das wird meiner Meinung nach dazu führen, dass viele produktive Leute sich überlegen werden, abzuwandern. Aber genau, das ist ja auch die Sache, man überlegt sich vielleicht kannst du das nochmal sagen, Christoph, oder ich kann es halt sagen, das ist halt einfach, man will nicht nur nach dem Wohnsitz besteuern, sondern nach der Nationalität, so wie die USA das machen. Das ist ja auch relativ, ja, das hat ja, glaube ich, nur die USA, oder? Was sagst du dazu, Christoph? Ja, es waren insgesamt 2 Länder auf der Welt, die USA und Eritrea. Eritrea ist so ein kleiner afrikanischer Schurkenstaat. Der foltert auch gerne mal Familie der Daheimgebliebenen, die im Ausland wohnen, damit diejenigen das zahlen. Das ist schon ein recht perfides System, das wird immer über die Botschaft eingetrieben. Zum Beispiel die eritreanische Botschaft in Berlin schreibt alle eritreanischen Flüchtlinge in Deutschland an und möchte einen Teil von ihrem Hartz IV haben. Ja. Ja. Okay. Und wollen wir da vielleicht, also erstmal
Was ist da so deine Einschätzung zu, also erstmal, hältst du das für wahrscheinlich, dass die Grünen Regierungsbeteiligung bekommen und dass solche Pläne durchgesetzt werden, oder wie ist so deine Einschätzung? Naja, das ist ja, sag ich mal, alter Wein in neuen Schläuchen. Das heißt, diese Forderung ist nicht neu, die gab es eigentlich schon in den letzten 20 Jahren verstärkt, vor allem von der Linkspartei. Gibt es auch einige Talkshow-Auftritte, Gregor Gysi und sowas, wo der darüber spricht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Grün die neue Regierung stellt, eventuell sogar eine Mehrheit stellt. Ob es dann Grün, Rot, Rot wird, also mit der Linkspartei, bezweifle ich persönlich. Aber der, die Entwicklung ist klar, die Union wird stark verlieren und die Grünen werden da in die Bresche kommen und da einiges an meinem Stimmenanteil abnehmen. Zum Glück ist diese Sache mit der, sag ich mal, Staatsbürgerschaftsbesteuerung nicht so einfach umzusetzen. Da können wir gleich drüber sprechen. Da sprechen so ein paar rechtliche, internationale Sachen gegen. Aber ich halte es trotzdem für nicht unrealistisch in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass das eingeführt wird. Eher so auf EU-Ebene oder auf der Ebene von dem, was in der EU noch verbleibt, wenn die dann in ihrer aktuellen Form weiter existiert. Okay, ja, also meine Einschätzung ist auch so, ich meine, wenn man sieht, jetzt bei der Europawahl, habe ich ja auch ein Video zu gemacht am Wahlsee, auf jeden Fall, da waren 34% der Erstwähler, haben die Grünen gewählt, jetzt wird ja auch die ganze Debatte, dann heißt es, die Regierung hat versagt mit den Impfstoffen, die Impfstoffen waren nicht früh genug und in ausreichender Menge da, die Medien pushen dadurch natürlich die Grünen, die dann angeblich alles besser machen sollen und ja, es ist halt einfach in einem sozialen und tollen Kleid kommt das daher. Dabei ist es halt, wie ich schon gesagt habe, einfach nur Sozialismus im grünen Gewand. Insofern halte ich es auch für sehr wahrscheinlich. Ich meine, Habeck wird als Kanzlerkandidat gehandelt. Die müssen jetzt noch intern, so wie ich das mitbekomme, ausmachen. Ob jetzt Baerbock oder Habeck, der Kanzler wird auf jeden Fall, mit denen wird, ja, meiner Meinung nach, werden die Regierung auch stellen. Oder meiner Meinung nach auch, also ich bin da, ich gehe mit dir da konform, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir grüne Politik immer mehr auf Bundesebene sehen, dass sie da ja rot-rot-grün, ja, das wären auf jeden Fall spannende Zeiten. Und insofern jetzt kannst du vielleicht bitte nochmal ausführen mit der, dass das mit dieser Besteuerung nach Nationalität nicht ganz so einfach ist. Warum? Man kann sich mal die USA anschauen. Ich habe auch einige US-Kunden, denen ich helfe, eventuell ihre Staatsbürgerschaft abzugeben. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber es gibt eben noch Alternativen dafür, irgendwie die Staatsbürgerschaft abzugeben. In den USA ist zum Beispiel auch so, jeder Amerikaner, der nicht in den USA lebt, maximal 35 Tage im Jahr in den USA ist, hat einen Freibetrag. Und der ist schon relativ hoch. Der ist im Moment bei so $110.000. Das heißt, bis zu dieser Summe wird eh nichts besteuert von den USA. Erst wenn du über 110.000 an Einkommen, jetzt persönlich an Einkommen hast, wird das besteuert. Damit wollen sie halt so etlichen Problemen mit anderen Ländern, sag ich mal, entgegenwirken. Quasi nur 1-2% Amerikaner werden dann überhaupt besteuert. Und dann kommst du dann letztlich auf die Doppelbesteuerungsabkommen an. Jedes Land hat mit einem anderen Land Doppelbesteuerungsabkommen. USA hat ganz viele, Deutschland hat ganz viele. Und diese Doppelbesteuerungsabkommen sagen eigentlich alle, dass die Besteuerung immer rein dem Land zusteht, wo man lebt. Also das heißt, wenn man in einem Land lebt, was ein DBA mit Deutschland hat, dann kann Deutschland eigentlich die Besteuerung nicht haben. Die müssten kompletten Abkommen neu verhandeln. Und das ist ein Riesenaufwand und Arbeit. Und ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Es kann natürlich sein, dass sowas kommt, dann rein auf Steueroasen bezogen. Wer in Panama lebt, Panama hat kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Den könnte Deutschland dann besteuern. Aber das könnte man halt relativ leicht entgegenwirken, indem man Deutscher bleibt, aber in ein Land umzieht, Steueroase mit Doppelbesteuerungsabkommen. Zum Beispiel Thailand oder Zypern, Malta, gibt schon etliche Länder, die auch ein DBA mit Deutschland haben. Aber du meinst, das könnte man auch auf Europa ausweiten, oder auf die EU ausweiten, weil es gibt ja Leute, die sagen, hey, habe ich jetzt auch, glaube ich, bei dir in der Staatenlosgruppe gesehen, hat jemand gesagt, ich habe einen belgischen Pass, ich werde einfach mal eine deutsche Staatsbürgerschaft abgeben und werde dann nur noch den belgischen Pass haben. Oder dass Leute sagen, hey, zieh nach Österreich oder irgendwo ins außereuropäische Ausland oder beziehungsweise ins, also irgendwie nach Polen, also innerhalb Europas, so wollte ich sagen. Ja, das ist eigentlich der zweite Punkt, der dagegen spricht. Aktuell ist eigentlich das EU-Recht dagegen. Das heißt, unter aktuell geltendem EU-Recht lässt sich das nicht umsetzen. Das diskriminiert quasi innerhalb der EU. Und das heißt, wenn das Ganze eingeführt wird, dann müsste man auf EU-Ebene irgendwas ändern oder alle EU-Staaten oder verbliebenen EU-Staaten führen das gemeinsam ein.
Das halte ich auch nicht für ganz unrealistisch. Brüssel will ja eh schon seit langem seine eigene direkte Steuer haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine EU-Staatsbürgerschaftssteuer gibt, weil die Europäische Union ist ja sowas Tolles und als EU-Bürger hat man so viele große Vorteile, dass man quasi dafür, dass man EU-Bürger ist, einen gewissen Beitrag zahlen sollte, der dann, was weiß ich, hauptsächlich natürlich an die Nationalstaaten geht, aber teilweise auch von der EU einbehalten wird. Ich denke nicht, das wird sofort kommen, aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren halte ich das für nicht unwahrscheinlich. Das Tolle ist ja auch, dass die Grünen, das sind eigentlich diejenigen, die immer sagen, no nation, no border, die sind eigentlich gegen Nationalismus, aber jetzt, wenn es um die Besteuerung nach der Nationalität geht, dann ist die Nationalität dann doch wichtig. Letztendlich können sie dann, wenn sie es dann so durchsetzen, können sie mit diesem Gesetz, kannst du auch, wenn du in Takatuka-Land bist oder so, kann man trotzdem dein Vermögen dann besteuern. Meinetwegen, du meldest dich aus Deutschland ab, hast, wie du schon gesagt hast, 2, 3 Eigentumswohnungen in München, hast ein paar Mieteinnahmen, dann wird es dann trotzdem alles noch in Deutschland besteuert, obwohl du gar nicht vor Ort bist. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was sie genau erreichen wollen. Das heißt, wer sich, was ich, nach Brasilien absetzt und die ganze Zeit in Brasilien lebt und vielleicht auch nie mehr im Leben nach Deutschland zurückkehren will, der kann auch einfach darauf verzichten, die Steuern zu zahlen, mit dem wahrscheinlich nichts passieren. Nur diejenigen, die natürlich noch in Deutschland geschäftlich gebunden sind, in Deutschland Firmen haben, Immobilien haben oder auch Familie haben, regelmäßig zurückkehren wollen, die können sie natürlich härter angehen. Und da liegt so ein bisschen eben die Gefahr, die man dann, wenn sowas kommt, natürlich abwenden kann, indem man die deutsche Staatsbürgerschaft vielleicht sogar aufgibt. Was ganz zum Beispiel interessant ist, Deutschland hat auch ein Amnestiegesetz, ein Staatsbürgerschaftsgesetz. Das heißt, wenn man die deutsche einmal aufgegeben hat, kann man theoretisch immer wieder die deutsche beantragen. Das überlegt dann dem Staat, dir natürlich die Deutsche wiederzugeben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn das wirklich hart auf hart kommt, ist man nicht ewig die deutsche Staatsbürgerschaft los, sondern irgendwann wird wieder eine vernünftige Regierung kommen. Und dann gibt es eine Amnestie, damit die ganzen Deutschen wieder zurückkommen. Ja. Und was für Staatsbürgerschaften kann man sich da organisieren? Also USA weiß ich jetzt zum Beispiel, dass man da vor Trump konnte man, glaube ich, für $500.000 Investment konnte man da eine Staatsbürgerschaft haben. Jetzt kostet es 1 Million oder wie ist es in den USA? Ja, das ist Permanent Residence. Also da geht es nicht um die Staatsbürgerschaft, da geht es einfach um den Aufenthaltstitel, den dauerhaften Aufenthaltstitel. Das sind €900.000 Investment, Dollar Investment aktuell. Wenn man die hat, dann muss man 4 Jahre warten, dann kann man sich erst einbürgern lassen. Und es gibt eigentlich 4 Möglichkeiten, sich eine zweite Staatsbürgerschaft zu besorgen. Das erste ist durch Abstammung. Ne, es kann durchaus sinnvoll sein, mal ein bisschen in zweite Generation zu schauen, wo kommt mein Opa her oder wo kommt meine Oma her? Kommen die aus Osteuropa, aus den meisten Ländern, Ungarn, Litauen, Polen, was auch immer, ist in vielen Fällen darüber der Weg zur Staatsbürgerschaft möglich. Was in Deutschland auch beachtet werden muss, ist, in Deutschland ist es nicht so einfach, eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Man verliert automatisch die deutsche, wenn man eine außerhalb der EU annimmt. Das heißt, man könnte problemlos, was weiß ich, Pole oder Zypriot werden. Aber sobald ich zum Beispiel Amerikaner werde und keinen sogenannten Beibehaltungsantrag gestellt habe, erlischt die Deutsche automatisch. Ich hatte schon Fälle, die von Leuten, die haben einen Pass gekauft, St. Kitts und Nevis, kann ich gleich ein bisschen drüber sprechen. Er wollte dann ihren Reisepass verlängern, dachten, es kriegt keiner mit, aber bei der Botschaft wurde ihnen gesagt, ja, sorry, sie sind gar kein Deutscher mehr. Das heißt, man muss da echt aufpassen, wenn man sich einen Pass kauft und das nicht angibt, könnte es sein, dass die Deutschen davon trotzdem den Gewinn bekommen und dann ist der Deutsche automatisch weg. Und wie bekommen die davon Wind? Das wird dann meistens doch irgendwo veröffentlicht, in irgendwelchen kleinen Zeitungen, Regierungszeitungen, die dann die Botschaftsmitarbeiter lesen. Und dann wird eben einen entsprechenden Vermerk gemacht. Das heißt, irgendwie eine Staatsbürgerschaft zu besorgen und die zu verschweigen, würde ich nicht empfehlen. Es sei denn natürlich, es ist eh das Ziel, die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben. Und eine doppelte Staatsbürgerschaft wird ja auch nichts bringen. Das heißt, wenn so ein Gesetz kommt, Besteuerung der Staatsbürgerschaft, dann müssen wir auch wirklich die Deutsche abgeben. Es hilft uns nichts, dass wir ein paar andere Nationalitäten haben. Wir sind dann trotzdem besteuert, wenn wir die Deutsche nicht abgeben. Aber es gibt auch immer viele Leute, also zum Beispiel, ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die war Russen oder Russlanddeutsche und die hatte einen deutschen und russischen Pass. Und als sie dann nach Russland geflogen ist, Russland braucht man ja eigentlich mal ein Visum, hat sie einfach einen russischen Pass genommen. Ich meine, klar, das ist jetzt bestimmt auch schon 7, 8 Jahre her oder so, aber oder auch die Türken. Ja, das geht ja alles. Das heißt, ab Geburt kannst du doppelte Staatsbürgerschaft auch außerhalb der EU haben. Das heißt, wenn sie geborene Russen und Deutsche ist, ist es kein Problem.
Man kann ja, wie gesagt, auch nur doppelte haben, man muss nur die sogenannten Beibehaltungsgenehmigung haben. Das heißt, man muss begründen, warum man Deutscher bleiben will und warum man Vorteile durch seine neue Staatsbürgerschaft hat. Das geht teilweise ganz gut, wenn du zum Beispiel sehr lange in einem Land lebst und dich dann dort einbürgern lässt, nach ein paar Jahren, kriegst du es wahrscheinlich durch. Wenn du jetzt einfach einen Pass kaufst in der Karibik für $100.000, dann wirst du die Deutsche verlieren, dann hast du keinen wirklichen Grund, diesen Antrag irgendwie genehmigt zu bekommen. Also auf St. Kittens in der Karibik kann man für $100.000 eine Staatsbürgerschaft kaufen und dann ist man fein raus. Ein bisschen teurer, ja. Also es gibt die typischen Staatsbürgerschaftsprogramme sind in der Karibik. Man nennt das Citizenship by Investment oder Donation. Das heißt, in den meisten karibischen Ländern so zwischen $100.000 bis $200.000 Donation, dann ist das Geld weg. Oder $200.000 bis $400.000 Investment. Kein gutes Investment, aber du behältst das Geld, hast irgendwie eine Hütte, die im nächsten Hurricane wegfliegt und dafür kriegst du die Staatsbürgerschaft. Und die Pässe der Karibier sind gar nicht mal so schlecht. Ja, die ermöglichen dir visafreie Einreise in die EU, fast alle Länder der Welt, außer halt so die bisschen strengeren USA, Kanada, Neuseeland, Australien, brauchst du meist ein Visum. St. Kitts und Nevis hat, glaube ich, 160 visafreie Länder. Der deutsche Pass hat aktuell 188. Das ist schon ein bisschen mehr, aber so die typischen Touristenziele sind eigentlich auch von diesen Pässen abgedeckt. Und aktuell streben immer mehr Länder in diese Richtung, Staatsbürgerschaften zu verscherbeln. Das ist ja eine gute Einnahmequelle. Nicht nur fast jede Karibikinsel macht das, zum Beispiel auch viele Inseln im Pazifik, auch europäische Länder. Zum Beispiel, du kannst den türkischen Pass durch ein Immobilieninvestment bekommen. Weil der Lira gerade so schwach ist, reichen aktuell, glaube ich, €200.000 Investment in der Türkei aus, wirst du Türke. Oder 100.000 in Moldawien, wirst du Moldawier. Und auch in der EU immer noch möglich, Malta zum Beispiel, knapp €800.000, wirst du Malteser. Das heißt, wer genug Geld hat, und das haben ja die meisten Russen und Araber und so weiter, die kaufen sich halt einfach so ein und können damit überall leben, wo sie wollen. Ja. Okay, aber jetzt Türkei zum Beispiel, $200.000, ich meine, die Türken, wenn sie nach Deutschland kommen, da gibt es dann wahrscheinlich auch, da brauchen die kein Visum oder so. Wenn du mit einem türkischen Pass in Deutschland sein willst. Also der türkische Pass ist tatsächlich nicht so gut. Man kann zum Beispiel auch einen Pass auf den Komoren kaufen. Komoren ist so eine islamische Inselgruppe im Indischen Ozean. Da kriegst du einen Pass bereits für $30.000. Weniger als ein halber Bitcoin, ja. Aber der Pass ist halt scheiße. Damit kannst du in genauso viele Länder kommen wie Afghanen. Irgendwie in 30 Länder bist du visafrei. Mit so einem Pass kannst du natürlich wenig anfangen. Das heißt, man sollte sich halt schon eine Strategie überlegen, was man braucht und eben versuchen, einen Pass in einem möglichst vernünftigen Land zu bekommen. Ich würde sagen, so ab 130 visafreien Ländern, inklusive EU, geht es los. Was man natürlich verliert, wenn man den EU-Pass jetzt verliert, ist, man hat quasi nicht mehr diese Niederlassungsfreiheit in der EU, da gibt es aber andere Möglichkeiten zu. Du hast eben angesprochen, dieses Investment in den USA ist eine Permanent Residence. Genau das gleiche gibt es auch in Europa. Die Hälfte der EU-Staaten vergibt Permanent Residence durch Immobilieninvestment. Ich kann mir zum Beispiel eine Wohnung in Griechenland kaufen, €200.000, und habe wieder komplette Niederlassungsfreiheit in der EU, ohne in Griechenland besteuert zu werden. Also das jetzt nur ganz kurz für jeden, der vor, die Deutsche abzugeben. Man würde sich einfach so einen Karibikpass kaufen, 100 bis 200.000, und würde 200.000 in eine Immobilie stecken in Griechenland oder geht auch in Spanien, Portugal. Ja, da habe ich genau das Gleiche wie ein deutscher Pass. Ja. Ich habe die EU-Vorteile, kann mich überall in der EU frei niederlassen und ich habe einen relativ guten Pass zum Reisen in fast alle Länder der Welt. Okay, weil das ist ja das Problem. Wenn du dann auf den St. Kitten Islands einen Pass hast, dann kannst du nur kurze Zeit oder visafrei in Deutschland bleiben. Aber du darfst, wie lange darfst du dann in Deutschland bleiben oder in der EU bleiben? Die ganzen Karibikpässe haben die gleichen Regeln, wie auch Amerikaner, Australier und so weiter haben. Also du kannst schon eben 90 Tage, zweimal 90 Tage im Jahr da sein. Also bis zu einem halben Jahr. Aber wenn du natürlich länger da sein willst, dann musst du einwandern. Am einfachsten eben über so ein Golden Visum. Immobilieninvestment, 200.000 zum Beispiel in Griechenland, 300 in Portugal, 500 in Spanien oder auch nur 100.000 Donation an Malta, hast du sofort wieder deine Permanent Residence in der EU, kannst dich überall niederlassen, kannst auch wieder nach Deutschland zurückkommen und dort zu leben, theoretisch, wenn du das wolltest, ja. Okay, ich meine, mit dem Ein- und Ausreisen, das kriegt doch sowieso keiner mit, oder? Wenn du Amerikaner bist und deine 90 Tage ein bisschen verlängerst, ist das dann... Machen sie einen großen Aufstand in der EU? Ja, du kriegst halt, du kannst natürlich einen Overstay machen und wenn es nur ein paar Tage sind, dann zahlst du ein bisschen Gebühren und gehst raus, aber
Wenn es ein bisschen mehr als ein paar Tage sind, dann kriegst du natürlich irgendwann ein Einreiseverbot für x Monate oder sogar Jahre. Das heißt, allzu sehr auf die Spitze sollte man das nicht treiben. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, in der EU einen Wohnsitz zu bekommen. Gerade mit Amerika bestehen zum Beispiel gewisse Verträge. Zum Beispiel gibt es zwischen Holland und Amerika einen Vertrag. Amerikaner müssen irgendwie eine Firma in Holland gründen, dort 4.000 Euro einzahlen und dürfen so lange wie möglich in Holland bleiben. Solche Sachen gibt es immer bilateral zwischen Ländern, wie Kanada, USA, Australien. Und es gibt dann natürlich deutlich einfachere Möglichkeiten, in die EU wieder einzuwandern. Das ist aber natürlich die Frage, wenn wir die EU-Staatsbürgerschaft aufgeben, wollen wir überhaupt dann noch in Europa viel Zeit verbringen oder machen wir uns nicht lieber in Asien oder Lateinamerika oder sonst wo bequem? Ja, also erstens geht es erstmal um den Pass, neue Staatsbürgerschaft. Zweitens darum, eventuell wieder in der EU ähnliche Vorteile zu erleben. Mein persönlicher Favorit sind eher jetzt lateinamerikanische Länder. In Asien wirst du aus kulturellen Gründen, kriegst du sehr selten die Staatsbürgerschaft. Also die meisten asiatischen Länder vergeben nicht die Staatsbürgerschaft. Du kannst nicht Thai werden oder Malaysia werden oder sowas. Oder vielleicht erst nach 30 Jahren. In Südamerika kannst du teilweise die Staatsbürgerschaft nach 2 Jahren vor Ort bekommen. Zum Beispiel in Argentinien. Sehr guter Pass. 2 Jahre Staatsbürgerschaft. Oder Brasilien, wo ich gerade bin. Auch sehr interessant. Du musst hier einfach nur ein Kind haben. Also Kind gebären, als Vater sozusagen. Nach 1 Jahr kriegst du die Staatsbürgerschaft. Auch sehr guter Pass. Du musst ja das Kind zeugen, 9 Monate und dann noch 1 Jahr warten, bis du deinen Pass kriegst. Genau. Es gibt ja auch. Frau suchen 2 Tage, Kind zeugen 9 Monate und dann 1 Jahr warten, dann kriegst du den Pass. Tatsächlich. Es gibt das Thema Geburtstourismus, machen auch viele meiner Kunden. Viele junge Paare fliegen bewusst nach Lateinamerika, weil quasi in ganz Amerika wird die Staatsbürgerschaft vergeben, wo das Kind geboren wurde. Das heißt, es ist trotzdem Deutscher, aber wenn zum Beispiel in Brasilien geboren wird, ist es automatisch auch Brasilianer. Man nennt das auch Ankerbaby. Das heißt, die Eltern kriegen darüber dann die Aufenthaltsgenehmigung. Ist auch in den USA sehr populär. Bloß USA möchten wir halt nicht machen, da haben wir genau das gleiche Problem. Da habe ich auch damals in Indien erlebt, da waren viele Russen, die sind schwanger nach Indien gefahren, haben dann da ihr Kind gekriegt und konnten dann durch das Kind da ein Hotel oder ein Restaurant betreiben in Indien. Das ist ja sonst auch nicht ganz so einfach. Genau, das ist hier genau das gleiche Prinzip, bloß führt das eben dann auch sehr schnell zur Staatsbürgerschaft. Und gerade die südlichen südamerikanischen Staaten haben halt auch sehr gute Pässe, die den europäischen in wenig nachstehen. Also jetzt Brasilien, Uruguay, Argentinien, Chile. Kann sich schon lohnen, dort die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Ja. Wo kann man das alles nachschlagen? Du hast da so ein staatenloses Lexikon, wo das alles aufgelistet ist, oder? Ja, genau, das ist mein letztes Buch, was ich veröffentlicht habe im Herbst letzten Jahres, also noch relativ aktuell. Da haben wir quasi alle Länder der Welt untersucht bezüglich ihrem Staatsangehörigkeitsgesetz und wegen, wie man eben die Staatsbürgerschaft bekommen kann. Wie gesagt, es geht teilweise über Donation oder Investment. Was immer geht, ist über Einbürgerung. Das heißt, wir müssen uns erst die Aufenthaltsgenehmigung besorgen, auch wiederum ein Investment oder Job vor Ort oder Unternehmensgründung vor Ort oder ähnliche Dinge. Dann müssen wir halt eine gewisse Anzahl von Jahren warten, vielleicht die Sprache lernen, einen Einbürgerungstest bestehen, vielleicht auch eine gewisse Zeit vor Ort sein und können uns dann aber einbürgern lassen. Und das ist, wie gesagt, in Lateinamerika relativ einfach. In fast keinem Land dauert es mehr als 4 Jahre. Aber es gibt dann auch die Möglichkeit, wie du sagst, wenn man in Deutschland bleiben möchte. Also bei mir ist es ja auch, die Leute, die hier meinen Kanal folgen, die wissen ja auch, dass ich eigentlich auswandern wollte. Jetzt ist Corona mir dazwischen gekommen und jetzt ist es natürlich so, dass ich auch sage, hey, vor Corona kann man eigentlich gar nicht oder letztendlich spielt es jetzt gerade keine Rolle, wo man ist, weil letztendlich ist der Wahnsinn überall und mir ist es halt einfach, die Wurzeln sind mir sehr wichtig. Ich habe hier Familie, ich habe Freunde, ich bin hier in Norddeutschland verwurzelt und insofern ist ja, kommt es für mich einfach nicht mehr so in Frage, viel im Ausland zu sein oder auszuwandern, weil vor allem, Christoph, das kannst du ja auch bestätigen, gerade die Auswanderländer, ich glaube, im Mai haben wir noch drüber gesprochen, dann diese Länder, wie auch die ich mir genau anschauen wollte, Ukraine oder Georgien oder Polen, die hatten teilweise noch strengere Corona-Maßnahmen. Insofern, also für mich, ich habe mich dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben. Und da ist, wie du sagst, man kann halt entweder sich für ein anderes Land entscheiden, wo man dann steuerlich besser behandelt wird. Oder man kann natürlich auch mit dieser Möglichkeit mit St. Kitts oder irgendwo einen anderen Pass kaufen sozusagen und durch Investment in Griechenland oder in anderen europäischen Ländern hat man dann die Möglichkeit, auch in Deutschland zu bleiben und dann
unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Ja, man ist in Deutschland steuerpflichtig, wenn man irgendwie wieder ein halbes Jahr in Deutschland lebt. Aber man hat natürlich schon die Möglichkeit, dann, was weiß ich, zumindest ein halbes Jahr in Deutschland zu sein und den Rest des Jahres irgendwie in der Nachbarschaft in Europa zu leben, wenn einem das für den eigenen Lifestyle wichtig ist. Ich sage immer ganz bewusst, man sollte nicht den Fehler gehen, sich dann wieder an ein Land zu binden, sondern man sollte sich halt immer irgendwie mindestens 2, 3 Länder suchen und sich da divers aufstellen. Der große Vorteil der meisten Staatsbürgerschaftskaufländer, also St. Kitts oder Grenada, Dominica, San Lucia und wie sie alle heißen, das sind halt kleine Inselstaaten, und die werden, glaube ich, niemals, sind eh steuerfrei. Die werden nicht wirklich auf die Idee bekommen, irgendwie ihre Staatsbürger zu besteuern, geschweige denn die Ausländer dort, ja. Für die Leute, also es gibt genug Möglichkeiten, man muss sich einfach nur überlegen, was man macht. Was hältst du davon, in die Schweiz auszuwandern? Die Schweiz ist ja eigentlich auch, es ist ja nicht nur die Grünen, die jetzt die Vermögenssteuer vorschlagen, es sind ja auch die SPD, die ganz klar sagt, wir präferieren das Schweizer Modell mit der Vermögenssteuer. Wie ist da so deine Erfahrung mit der Schweiz? Ja, man muss aufpassen, wenn man in die Schweiz geht als Deutscher. Das hat Deutschland schon vor 6 Jahren gemacht. Es gibt ein ganz böses Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz. Das wissen viele nicht, deshalb sage ich das, überdachende Besteuerung. Jeder Deutsche, der in die Schweiz geht, ist 5 Jahre weiter in Deutschland steuerpflichtig auf deutsches Einkommen. Das heißt, man kann nicht in die Schweiz gehen, um Steuern zu sparen, oder nicht so einfach in die Schweiz gehen, um Steuern zu sparen. Andererfalls ist natürlich Schweiz schon nett, hat ein deutlich besseres, weil dezentrales politisches System. Ist auch schöner landschaftlich in meinen Augen, ein bisschen teurer, aber an sich ist die Lebensqualität in der Schweiz in meinen Augen höher. Und es kommt natürlich immer darauf an, was man macht. Man hat, möchte ich auch noch dazu sagen, in Deutschland aktuell immer noch sehr gute Möglichkeiten. Einige, sage ich mal, Gruppen, zum Beispiel Immobilieninvestoren, rate ich zum Beispiel davon ab, Deutschland zu verlassen. Es ist besser, in Deutschland zu bleiben, steuerlich, und die Möglichkeiten des Systems zu nutzen, als jetzt irgendwie nach Panama auszuwandern. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Bloß wenn die Grünen da jetzt natürlich einige Stellschrauben drehen und gerade Immobilienbesitz soll ja auch, das hast du jetzt nicht erwähnt, extrem erschwert werden. Also mit Mietpreisdeckelung und was weiß ich für Geschichten. Irgendwann reicht es denen dann natürlich auch. Und dann macht es irgendwann noch Sinn, rauszugehen, ja. Aber jetzt ist es ja auch nicht, jetzt wird es ja nicht ganz so einfach sein, meinetwegen, wenn jetzt die Grünen jetzt im Herbst ist die Bundestagswahl, naja, wenn sie im Herbst die Bundestagswahl gewinnen, dann wird meinetwegen 2022 wird so ein Gesetz implementiert, das Vermögenssteuer und Kapitalertragssteuer, also Vermögenssteuer eingeführt, Kapitalertragssteuer abgeschafft wird. Kann man dann so einfach irgendwie innerhalb von kurzer Zeit sich eine andere Staatsbürgerschaft besorgen und dem entkommen, auch was diesem Territor, also was dieser Besteuerung nach Staatsbürgerschaft angeht, kann man dem so schnell entkommen? Ja, das laut aktueller Gesetzeslage ja, weil wie gesagt, du verlierst ja automatisch die Deutsche, sobald du eine andere annimmst. Bloß das Perfide ist natürlich, dass die Grünen sehr wahrscheinlich gleichzeitig die doppelte Staatsbürgerschaft einführen werden. Das wollen sie auch seit Jahren für die ganzen Flüchtlinge bei uns. Die sollen ja ganz einfach Deutscher werden können, aber ihre eigenen Wurzeln nicht verleugnen müssen. Das heißt, ich gehe da stark davon aus, wenn das kommt, dann gibt es auch unbeschränkte doppelte Staatsbürgerschaft. Und weil es dann unbeschränkte doppelte Staatsbürgerschaft gibt, verlieren wir eben die Deutsche nicht mehr automatisch. Dann müssen wir die Deutsche bewusst zurückgeben. Und das ist zum Beispiel auch das Problem, was viele Amerikaner haben. Amerikaner können im Moment ihre Staatsbürgerschaft nicht zurückgeben. Bis 2014 war das ganz einfach. Hast du gesagt, war sie weg. Seitdem muss man, glaube ich, 3.000 Euro zahlen. Man muss ein Kreuzverhör mit der Behörde durchlaufen, die einen überzeugen will, eben Amerikaner zu bleiben. Und es gibt mittlerweile eine Exit-Tax dort. Das heißt, jeder, der mit 2 Millionen Vermögen hat, muss, bevor er die Staatsbürgerschaft aufgibt, seine letzten 5 Steuererklärungen nochmal zahlen. Das heißt, es wird sehr, sehr teuer rauszugehen. Und das kann auch durchaus Sinn machen, natürlich, wenn man das weiß, jetzt schon drüber nachzudenken. Oder wenn die Grünen das ankündigen, das einzuführen, möglichst schnell rauszugehen, weil sowas natürlich auch eingeführt werden könnte. Aktuell ist es in Amerika so, wegen Corona und so weiter, arbeiten die einfach nicht mehr an den Anträgen. Das heißt, es dauert im Moment ewig, bis so ein Antrag überhaupt zugelassen wird. Das heißt, muss man halt schon richtigen Entscheidungen treffen. Anderenfalls, wer weiß, wie lange die Grünen an der Macht sind. Vielleicht haben sie nach 4 Jahren das Land komplett heruntergewirtschaftet und werden komplett verbannt. Vielleicht zahlt man die 4 Jahre auch einfach Steuer und hofft, dass das Ganze wieder aufgehoben wird. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Oder es wird noch schlimmer, das ist dann die Sache, ich sag mal,
wenn es jetzt um die Vermögenssteuer geht, ich meine, du wirst ja allgemein immer viel mehr Steuern bezahlen müssen, aber jetzt, wenn es jetzt jemand ist, meinetwegen auch Leute, die Rentner sind, die einfach sich einen netten Immobilienbestand zusammengespart haben, dann meinetwegen Immobilien im Wert von 2 Millionen Euro haben, das ist dann ja schon alleine jedes Jahr, 4 Jahre lang 20.000 Euro sozusagen, nur dass sie diese Immobilien haben, wo sie auch ihr Leben lang hart für gespart haben und gearbeitet haben. Ne? Das ist ja, natürlich kann man hoffen, dass es nach 4 Jahren wieder vorbei ist, aber bis dahin hast du dann auch viele Steuern bezahlt. Ne? 80.000 Euro sozusagen für nichts. Für Renten, ne? Und Immobilienbesitzer, das ist ja jetzt schon quasi so ein System. Es gibt die beschränkte Steuerpflicht auf Renten. Wenn man zum Beispiel ins steuerfreie Ausland geht, bringt das einem gar nichts, weil die Rente trotzdem voll in Deutschland besteuert wird. Genauso Mieteinnahmen sind ja auch beschränkt steuerpflichtig, sichert sich Deutschland auch. Das heißt, sage ich mal, diese Staatsbürgerschaftsbesteuerung ist für die gar nicht wirklich relevant. Das ist vor allem eben für dann Unternehmer, Freelancer, Investoren relevant, die sich noch retten können durch eine Auswanderung. Ja. Um nochmal auf die Staatsbürgerschaften zurückzugehen, du hast gesagt, das geht, oder zurückzukommen, das geht halt einmal dadurch, dass man irgendwo sich, ja, dass man Kinder irgendwo kriegt, dass man sich einheiratet oder halt, dass man, was war nochmal, wir hatten 2, 3, vielleicht kannst du nochmal zusammen. Von meiner Seite, ich sage immer so ein bisschen, wenn man das salopp über Liebe, ne, das heißt, heiraten oder Baby kriegen, nicht sofort, aber in vielen Ländern wird dann auch quasi die Einwilligungsfrist verkürzt. Zum Beispiel in Europa geht das am schnellsten, in Spanien, Portugal oder Irland, haben wir dort eine Frau, müssen wir noch ein Jahr dort leben, dann werden wir dort Staatsbürger. Zweitens die Abstammung, unsere Eltern, vielleicht auch Großeltern, vielleicht sogar noch weitere Generationen kommen irgendwie aus dem Ausland. Ich glaube zum Beispiel ganz gut in Italien, Polen, Litauen, in den meisten osteuropäischen Ländern. Dann drittens haben wir den Weg über die Einbürgerung. Ja, wir leben einfach lang genug in einem Land, können uns dann einbürgern lassen. Geht am schnellsten in Lateinamerika, so in den typischen Auswanderungsorten. Geht auch so in den typischen anderen, Neuseeland, Australien, USA, Kanada relativ schnell. 4 Jahre, bloß rechne ich damit, da werden wir relativ bald ähnliche Probleme bekommen. Das heißt, wenn die EU sowas einführt, wird da Kanada oder Australien nicht lange zögern. Kanada ist jetzt schon dabei, sowas Ähnliches zu prüfen. Kann nur gut sein, dass Kanadier das deutlich schneller haben als wir in Deutschland. Und dann die vierte Option, was habe ich gesagt, ist eben Investment oder Kauf. Und dann vielleicht noch wichtig, es gibt so Mischoptionen. Ich bin hier zum Beispiel gerade in Brasilien auch dran, zweite Staatsbürgerschaft zu besorgen. Jetzt nicht über Generierung eines Babys, sondern indem wir hier in Immobilien investieren. Ja, der brasilianische Real ist um die Hälfte gefallen in den letzten 2 Jahren. Ist aktuell sehr billig, hier Immobilien zu kaufen. Musst aktuell nur knapp 100.000 Euro in eine brasilianische Immobilie stecken, kriegst dir die Aufenthaltsgenehmigung lebenslang und nach 3 Jahren dann den Pass. Und wie gesagt, der brasilianische Pass ist sehr gut. Und so ist es auch in Paraguay. Ich wollte ja eigentlich auch, als ich letztes Jahr auswandern wollte, als ich da 4 Monate unterwegs war, da war ich auch überlegen, ob ich noch in Paraguay vorbeischaue, weil das war ja auch so in deinen Kreisen auch immer so der Favorit, wo man relativ einfach eine Aufenthaltsgenehmigung und auch eine Staatsbürgerschaft kriegt. Kannst du das nochmal zusammenfassen, wie es in Paraguay aussieht? Ja, in Paraguay war ich gerade vor 10 Tagen noch. Kann ich aktuell sehr empfehlen zum Reisen. Ist dort wirklich Leben wie fast vor Corona. Und man kann die Staatsbürgerschaft, ja, die Aufenthaltsgenehmigung immer noch relativ einfach bekommen. Das heißt, man muss 4.000 Euro auf dem Konto einzahlen, dort liegen lassen für ein halbes Jahr. Und man kriegt die lebenslange Aufenthaltsgenehmigung. Muss dann quasi nur alle 10 Jahre einreisen. Nach 3 Jahren kann man theoretisch auch Staatsbürger werden. Es ist allerdings in Paraguay so, man müsste die andere Staatsbürgerschaft aufgeben. Also offiziell darf man nur Paraguayer sein. Inoffiziell hat Paraguay allerdings diese Regelung, du musst quasi deinen Reisepass abgeben. Dann hast du aber deine Staatsbürgerschaft aufgegeben, aber kannst dann einfach deinen Reisepass neu beantragen. Das stört die Paraguayer dann nicht. Also in Lateinamerika ist vieles anders, als es von außen ausschaut. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber man kann ja, wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung hat, kann man damit nicht reisen. Man kann also nicht eine Aufenthaltsgenehmigung in Paraguay beantragen, wenn man die dann sozusagen hat, dass man dann sagt, okay, in Deutschland, wenn Vermögenssteuer und dieser ganze Wahnsinn dann eingeführt wird, dass man sagt, hier in Deutschland, ich gebe meinen Pass zurück, dann ist man ja sozusagen komplett staatenlos. Man hat dann noch keinen anderen Pass, man hat nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Das geht gar nicht. Also es gibt einige staatenlose Personen auf der Welt, aber als Deutscher geht es nicht. Da gibt es so eine UN-Konvention, man darf nicht staatenlos werden. Also man kann seinen Pass gar nicht zurückgeben, man muss zwingend einen neuen haben, bevor das passieren kann.
es kann schon Vorteile haben, so eine Paraguay-Cedula, so eine Aufenthaltsgenehmigung zu haben. Es gibt ja in Südamerika diesen Mercosur-Verbund, ähnlich wie die EU, ein bisschen freier, liberaler. Das geht leider nur als Staatsbürger, damit quasi in alle anderen südamerikanischen Ländern sich niederzulassen. Aber man hat aktuell in der Corona-Situation zum Beispiel Vorteile dadurch. Zum Beispiel Argentinien, es kommt ja zu, man kommt nicht rein als Tourist. Wenn man aber eine Permanent Residence von Paraguay hat, dann könnte man nach Argentinien einreisen, egal welche Nationalität man hat. Also gewisse Vorteile kann man dadurch schon haben, aber einen irgendeinen Pass braucht man letztlich immer. So, was mir als nächste Möglichkeit auch noch einfällt, um zumindest diese Vermögensteuer zu umgehen, du redest ja auch viel drüber, irgendwie Vereine oder Stiftungen zu gründen. Meinst du, das wäre auch eine Möglichkeit, um da ein bisschen, wenn man tatsächlich ein paar Immobilien hat, oder irgendwie eine Firma hat oder irgendwas, um diese Vermögensteuer drumherum zu kommen? Ja, sicherlich. Ich habe es ja eben schon erwähnt, es gibt noch relativ viele Möglichkeiten, das deutsche System auszubeuten und auf eine relativ niedrige Steuerbelastung zu kommen. Das liegt vor allem daran, dass die Abgeltungssteuer da ist, 25%. Wenn die jetzt um die Hälfte steigt auf 50%, dann werden diese Strategien natürlich auch zunehmend unattraktiver. Dennoch, so eine Stiftung ist ein super Ding. Man kann sein ganzes Vermögen ganz legal steuerfrei in einer Stiftung verwalten, in Liechtenstein in dem Fall, anerkannt in Deutschland. Aber man muss natürlich auch damit klarkommen, das Geld ist dann weg. Das Geld gehört der Stiftung, es gehört nicht mehr dir. Du hast auch quasi keine Kontrolle mehr darüber, nur relativ limitierte Kontrolle. Du musst anderen Leuten vertrauen, deinem Treuhänder in der Stiftung oder der Vertrauensperson im Stiftungsrat, dass sie das Richtige mit dem Geld machen. Oder du bist selbst im Stiftungsrat, kontrollierst das Geld selbst, kannst dann aber nicht begünstigter sein. Das heißt, du musst es irgendwie deinen Kindern oder anderen Personen, die dir lieb sind, quasi kompletten Zugang zum Geld geben. Also das ist ein sehr komplexes Thema, aber potenziell macht das Sinn. Und ich kann das jedem empfehlen, der so über 20.000 netto verdient in Deutschland bleiben will oder mehr als 1 Million Vermögen hat, sich über eine Stiftung zu informieren, weil Vermögenssteuern, auch Enteignungen aller möglichen Art, Vermögensabgaben sind damit in der Regel dann komplett gebannt. Aber jetzt mal angenommen, also man ist jetzt irgendwie, ja, man hat halt einfach, man sagt, ich habe gar keinen Bock mehr für diesen Wahnsinn zu arbeiten, ich habe halt einfach ein paar Immobilien, vielleicht ein kleines Aktien- und Kryptodepot, aber man möchte weiter halt noch, keine Ahnung, mal nett Urlaub machen, man möchte halt einfach auch mal seine Lebenshaltungskosten finanzieren, kann man dann einfach eine Stiftung gründen und sich da sozusagen Gehalt auszahlen lassen oder wie könnte man das dann machen? Ja, Gehalt kann man sich immer auszahlen. Man kann auch viel mit Darlehen arbeiten, irgendwelche Tochterfirmen gründen, dort das Geld reinschieben, dann von dort auszahlen. Also es gibt in der Praxis schon einige Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn wir jetzt rein aus Immobilieninvestments leben, dann haben wir eh nicht wirklich was gewonnen durch irgendwie die Aufgabe der Staatsbürgerschaft. Die werden ja eh oder eh mal dort besteuert, wo die Immobilien stehen. Eigentlich in jedem Land der Welt sind Mieteinkünfte immer lokal steuerpflichtig. Dann macht es immer mehr Sinn, das System irgendwie auszunutzen, von den ganzen Krediten, die man ja haben kann, zu profitieren. Das ist ja so ein bisschen der Nachteil, wenn man auswandert, keinen Zugang mehr zu Darlehen. Das heißt, gerade im Immobiliensektor ist es meist ratsamer, tatsächlich in Deutschland zu bleiben. Oder zumindest in Deutschland gemeldet zu bleiben und Urlaub halt langfristig in anderen Ländern zu machen, ja. Aber ich meine, die Immobilien ist ja, da droht ja jetzt vielleicht auch durch Corona irgendwie eine Zwangssteuer oder Enteignung oder irgendwas. Insofern wäre es da vielleicht ganz schlau, die halt einfach über eine Stiftung zu halten und klar, man muss natürlich, wenn die vermietet sind, die Mieteinnahmen muss man in Deutschland versteuern, aber der Staat ja, hat ja wenigstens. Das kann man definitiv machen, das hat auch Vorteile, wissen viele nicht. Zum Beispiel eine Stiftung besteuert Mieteinnahmen wie eine Körperschaft, also deutlich niedriger. Gleichzeitig hat man aber immer noch die Steuerfreiheit auf den Verkauf nach 10 Jahren. Da kann eine Stiftung sehr viel Sinn machen. Das Problem ist ja immer die Einbringung. Ne? Das heißt, ich muss ja quasi das an die Stiftung verkaufen und dann wahrscheinlich Steuern zahlen. Höchstens, wenn man aktuell steuerfrei verkaufen kann, dann macht das Ganze Sinn. Sonst ist es eigentlich eine zu hohe Belastung dafür, dass man die Sachen in der Stiftung hat. Muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Aber generell hast du recht. So eine Stiftung, auch Genossenschaft, habe ich viel darüber geschrieben auf meinem Blog, haben wir auch einige Videos zu. Das sind so Rechtsformen in Deutschland, die wenige kennen, die dadurch aber sehr viel Sinn machen, ja. Und jetzt haben wir gerade die Immobilien, die Leute, die Immobilien haben, angesprochen. Es gibt ja, ich habe auch auf meinem Kanal viel über Kryptos gemacht. Was würdest du Leuten empfehlen, die halt einfach nur ja viel am Kryptos haben? Da ist ja auch, also ich kenne auch ein paar Leute, die sind jetzt durch Kryptos
sind sie Millionär geworden, jetzt vor allem jetzt dieses Jahr, wo es so stark gestiegen ist. Was würdest du solchen Leuten empfehlen, die vielleicht auch sagen, hey, ich habe vielleicht hier und oder ich arbeite einfach gar nicht mehr, ich bin einfach Privatier. Wie können sie ihr Vermögen, ihre Kryptos in Sicherheit bringen? Ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast im Wahlprogramm der Grünen. Ich persönlich habe da gelesen, dass private Kryptowährungen verboten werden sollen. Das habe ich nicht gelesen. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen die Sache, wie man wirkliche Kryptowährungen verbieten will. Aber natürlich könnte das einerseits dem Ganzen schon einiges an Kursschaden zufügen und zweitens natürlich die ganzen Schnittstellen beseitigen. Und dann kann man in Deutschland nicht mehr effektiv Krypto handeln. Da sollte man einfach rechtzeitig, auch wenn man in Deutschland lebt, einfach nach Alternativen schauen und sich so ein Kontensetup im Ausland holen, worüber man dann trotzdem noch traden kann. Oder auch eben vorsorglich eben schon mal eine Staatsbürgerschaft woanders oder einen Aufenthaltstitel woanders nehmen. Ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass, wenn es nicht verboten wird, doch zumindest die Besteuerung geändert wird auf irgendwie Veräußerungsfrist 10 Jahre oder gar nicht mehr. Und dann zahlst du halt deine 50% pro Trade. Das ist dann auch nicht mehr so attraktiv, wenn die Hälfte an den Start geht. Ja, bislang ist es ja, wie du sagst, noch sehr attraktiv für die Krypto. Ich bin ja auch selbst Krypto-Investor, da letztendlich bin ich ein großer Krypto-Fan, weil es halt einfach nach einem Jahr steuerfrei ist, wie du gerade schon angedeutet hast. Und das vollkommen legal. Da kenne ich Leute, die haben da wirklich auch hohe Beträge rausgezogen, ohne dass sie da vollkommen legal irgendwelche Steuern bezahlt haben. Aber da muss ich nochmal genau reinschauen, was die... Solange diese aktuelle Regelung noch besteht, mit der Haltefrist nach einem Jahr steuerfrei, ich würde das auscashen jetzt. Durchaus danach wieder reintun, dass man quasi einmal den Nachweis hat, Steuererklärung, was weiß ich, ein paar Millionen drauf, ganz legal, steuerfrei. Weil das wird jetzt ja auch kommen, verstärkt durch die Grünen, noch schärfere Geldwäscheverordnungen, noch schärfere Herkunftsnachweise. Das heißt, man kann mit seinem Kryptogeld gar nichts mehr machen, wenn man nicht irgendwie nachweisen kann, die mal auf einer Steuererklärung gehabt zu haben. Und das ist aktuell ein großes Problem von vielen meiner Kunden. Die suchen irgendein Land der Welt, wo sie zwar Krypto nicht versteuern müssen, aber gleichzeitig halt irgendeinen Beweis kriegen, dass sie es legal ausgecashed haben. Und da sollte man stark drauf achten. Und ich glaube, es ist relativ schlau, wenn man es steuerfrei auscashen kann, das hier zu machen, einfach diesen Nachweis mal in der Hand zu haben. Und dann kann man meinetwegen das Geld wieder reinstecken. Aber man kann ja, wenn man weiß, okay, es wird jetzt neues Gesetz erlassen, wenn man weiß, das ist ab 1.1.2022 oder so, dann kann man ja noch sagen, man verkauft seine Kryptos irgendwo im Dezember, sieht zu, dass die steuerfrei sind und ich meine, die meisten haben ja sowieso, wenn sie die legal gekauft haben, legal über eine Börse, können sie ja nachweisen, auch durch die Blockchain, wann sie was gekauft haben. Da braucht man ja nicht diesen Steuernachweis. Das ja, richtig. Genau. Ja, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, ne, wann Gesetze gelten oder für wen sie gelten. Es kann natürlich auch sein, dass so eine Staatsbürgerschaftsbesteuerung nur für Leute eingeführt werden, die zum Zeitpunkt X Deutschland noch nicht verlassen haben. Und es wird natürlich auch bestimmt der Fall sein, dass vielleicht gewisse Länder ausgenommen sind, wo DBAs bestehen oder die ein gewisses Steuerlevel haben, dass, wenn man dort lebt, dann nicht an Deutschland zahlen muss. Also solche Ausnahmen wird es mit Garantie geben, aber da muss man abwarten, worauf sie sich am Ende einigen, wenn sie sich überhaupt auf irgendwas einigen oder nicht schon vorher wieder rausgewählt wurden, bevor sie es umsetzen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Sache. Ich persönlich halte es für recht wahrscheinlich, ich würde sagen 70%, dass das in den nächsten 10 Jahren kommt. Glaube aber, dass man relativ gute Möglichkeiten hat, das dem Ganzen zu entgehen. Über die meisten haben wir jetzt ja gesprochen. Es gibt ja immer Möglichkeiten. Nochmal ganz kurz, wenn Kryptos in Deutschland verboten sind, was hast du da spontan eine Möglichkeit, dass man trotzdem im Ausland Kryptos verkaufen kann und dann meinetwegen auf sein deutsches Konto überweisen kann? Ja, aber sein deutsches Konto ist dann immer schwierig. Das kann man natürlich irgendwie über OTC-Deals machen. Nee, man hat irgendwie einen guten Freundeskreis in der Kryptoszene, man vertraut sich und dann überweist halt der Kumpel dir 50.000 Euro als Darlehen und überweist ihm halt die Bitcoin. Sowas kann man natürlich immer machen, wenn man da das Netzwerk hat. Wenn nicht, ich meine, es gibt immer noch so viele unregulierte Kryptobörsen, der ganze DeFi-Bereich, Decentralized Finance, ist ja extrem am Boom. Und da wird ganz neue, ganz viele andere Möglichkeiten geschaffen werden. Und ich glaube, der Regulierungswettlauf Staat versus Blockchain oder Staat versus Krypto wird der Staat nicht gewinnen. Das heißt, da ist Bitcoin, Blockchain schon eine Freiheitstechnologie, die uns langfristig vor diesen ganzen Wahnsinn schützen wird. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also letztendlich
Ja, ich bin vollkommen bei dir, dass in dem ganzen Wahnsinn letztendlich wird es immer Schlupflöcher gehen. Man muss sich halt nur rechtzeitig Gedanken drum machen, immer 2, 3 Schritte weiter planen und dann wird man diese Zeiten auch schon finanziell gut überstehen. Ja, definitiv. Jedes Gesetz birgt quasi schon ein neues Schlupfloch, sage ich immer. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Wettlauf, aber da bist du generell als Individuum, kreatives Individuum, besser aufgestellt als der lahme, schwerfällige Staat, der ja alles hat, aber keine Kreativität. Okay, Christoph, also vielen Dank für das Interview. An die Zuschauer einfach nochmal, wenn ihr euch, wenn das für euch in Frage kommt, wenn ihr da unter diese Regeln fallt, wenn ihr vielleicht ein paar Immobilien habt, wenn ihr bei diesen 2 Millionen schnell drüber seid, geht auf die Seite startenlos.ch, da findet ihr viele Informationen. Christoph hat auch einen Blog, wo er auch gerade schon vieles angesprochen hat. Auch er hat da das Buch, das könnt ihr euch vielleicht auch mal anschauen. Das war es also von uns hier. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.